Willkommen zu einem 335-Video. Mal wieder. Ich glaube, alle 2 Wochen baller ich so ein 335-Video raus. Ihr müsst bedenken, das ist auch immer viel Arbeit. Das Wetter spielt im Moment gar nicht mit. Das ist mein größtes Problem eigentlich. Diese Kälte plus der Regen. Wenn es nicht regnet, dann ist es kalt. Wenn es kalt ist, nein, egal. Auf jeden Fall, wir werden heute etwas ganz Besonderes machen. Ich möchte euch nämlich zeigen, wie man so ein Auto vermessen kann. Was heißt vermessen? Ja, vermessen könnte man es auch mit der Methode, aber was wichtiger ist, ist die Diagonale zu ermitteln. Weil die ist beim Auto vorne eigentlich fast immer exakt. Ich kenne jetzt kein Auto aus dem Stegreif, wo das nicht der Fall ist. Ich hätte gesagt, viel Spaß beim Schauen und vielleicht beim Nachbauen. So, nachdem wir gestern hier diese Stelle gemacht haben, die ist natürlich noch nicht fertig, die muss noch ein bisschen geschliffen werden, grundiert, lackiert und, aber das wirklich zum Schluss, wenn alles gerichtet und gerade ist. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal Bremssattel und Federbein hier ausbauen, damit wir so ein bisschen mehr Sicht haben auf das, was hier passiert ist, und dann schauen wir uns mal an, was wir dort machen werden. Stark davon aus, ihr habt gesehen, was hier jetzt los ist. Wir haben hier unsere Beule, wir haben hier eine Druckstelle, die nach außen geht. Die kommt man sehr schlecht sehen, aber hier ist auch eine. So, was ich mir jetzt überlegt habe, erstmal diese Platte hier aufbohren, wegnehmen, und dann müssen wir hier aufbohren und hier einmal durchflexen, dass wir sozusagen dieses Stück hier einmal wegnehmen, um den Träger dann hier einmal aufzuschneiden und hier an der Kante, damit wir dieses Blech hier und die Beule hier unten ersetzen können durch ein neues. Weil ziehen, hier wirst du keine Möglichkeit haben, das zu ziehen oder sonstiges. Das ist wirklich einfach nur ersetzen. Das ist, denke ich mal, die beste Lösung. Vielleicht nicht die einfachste, aber die sicherste und beste. Im gleichen Zug können wir dann, wenn das hier geöffnet ist, diese Stelle hier oben raushauen und hier oben dann ein Verstärkungsblech einsetzen, damit das Ganze wieder etwas stabiler ist, weil dadurch, dass es da einmal gedrückt wurde, hat es natürlich um einiges an Stabilität verloren. Und die könnte man dann wieder herstellen, indem man hier oben ein Blech reinschweißt. Wie ihr sehen könnt, es ist dauerhaft am Regnen, ununterbrochen. Also arbeiten draußen ist gerade echt schwierig. Mich haben aber sehr viele Leute gefragt, wie vermisst man so ein Auto, beziehungsweise wie habe ich diese Unfallautos immer vermessen. Ich hätte gesagt, wir bauen jetzt was. Arthur Tussig, der zum Beispiel benutzt das auch. So eine Vorrichtung, ich kann euch jetzt so ein Bild einblenden. Ich hätte gesagt, wir bauen das Ganze jetzt. Es wäre auch eine Option, einen Teleskopstab zu kaufen, Karosserie, Messlehre hier. Ich habe hier eins gefunden. Das ist mit 450 Euro eigentlich das günstigste, was es so gibt. So sieht das Ganze aus. Das Ding ist, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich günstig kaufe, kaufe ich zweimal. Egal, was ich günstig kaufe, es ist immer beschissen, funktioniert nicht oder sonstiges. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich das jetzt ausgebe, das Geld dafür, werde ich lieber selber was bauen, kann es immer anpassen, wie ich es mir wünsche. Es ist natürlich nicht ganz so genau wie ein Teleskopstab. Du hast da ein bisschen Abweichung. Aber wir sind hier auch nicht auf einer Richtbank oder sonstiges. Ich sag mal so, wenn der Träger dann immer noch 0,1 mm zu weit links oder rechts steht, aber die Spaltmasse alle einstellbar sind, der Querträger gut drauf passt, die Löcher alle mittig sind, dann lasse ich das so stehen. Dann ist 0,1 mm mir egal. Das machen die in den Karosseriebetrieben nicht anders. Die haben da nicht für jedes Auto eine Richtbank mit einem Richtsatz und werden das alles 110% perfekt ziehen.
Die ziehen das in die Richtung. Wenn da, die versuchen es natürlich so gut wie es geht. Wenn da noch ein Millimeter oder zwei Abweichung ist, aber die alles draufgepackt haben, es passt alles perfekt, Spaltmasse sind alle gut, dann lässt man das dabei. Dann ist da halt ein Millimeter Luft. Das ist auch in Ordnung in meinen Augen so. Kann sein, da kommt jetzt irgendein Günther, der weiß nicht, der wird irgendwie meckern oder so. Ich hätte gesagt, wir bauen das Ganze jetzt mal. Preislich wird das ungefähr bei 50 Euro liegen. Das ist also reines Material anstatt 450 Euro. Und ja, danach würden wir mal schauen, beziehungsweise gucken, wie das Ganze funktionieren wird. Ja, das ist unser Ausgangsmaterial, beziehungsweise das Material, was wir brauchen werden. So, wir haben hier einmal 2 Meter. 2 Meter, das ist 1,50 und hier haben wir 1 Meter. Das hier ist 35x35 Material mit 2 mm Wandstärke. Das hier ist 40x40 auch mit 2 mm Wandstärke. Es ist nicht immer der Fall, aber hier funktioniert es sehr gut. Wir können das Material hier reinstecken. Und dann läuft das wie so eine Schiene mehr oder weniger. Das Material bleibt auf der Länge hier. Ja, an dem Eclipse werden wir es die ganze Zeit testen können, aber, also es ist ein bisschen länger. Aber lieber zu lang als zu kurz, weil wenn du später, weiß nicht, sowas wie eine S-Klasse hast oder so ein Challenger, der war auch sehr lang gezogen vorne, da kannst du wirklich von dem Punkt hier hinten, hätte ich gesagt, von dem Punkt kannst du wirklich bis hier vorne an den Träger messen, ohne Probleme. Ja, das ist das Material, was wir dafür brauchen. Ich hätte gesagt, wir bauen das Ganze jetzt und dann wird das gleich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sinn für euch ergeben. Beziehungsweise ich habe ja schon das Bild gezeigt, wie das bei dem Tusik da aussieht. Und das versuchen wir jetzt nachzubauen. Unser Gestell ist fertig, ich bin jetzt wieder reingegangen, weil draußen ist das so windig, ihr werdet da wahrscheinlich kein Wort verstehen. Deswegen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Gestell. Ich muss sagen, das hat besser funktioniert als gedacht. Ich dachte, da wären irgendwelche Komplikationen oder sonstige sein. Das hast du eigentlich immer, wenn du irgendwas machst, aber es hat alles perfekt funktioniert. Wir haben das hier jetzt auch festgemacht und ihr könnt sehen, wir haben hier absolut kein Spiel. Dementsprechend
übernimmst du das Maß, sage ich mal, auch sehr genau. Das ist halt perfekt, um die Diagonale zu ermitteln. Wir haben jetzt zwar kein genaues Maß, aber wir können Diagonale miteinander vergleichen. Wir können natürlich auch ein Maß nehmen, wenn wir hier jetzt oben einfach, weiß nicht, ein paar Striche hinmachen mit den Abmaßungen oder vielleicht irgend so ein Messband hier einfach dran kleben, ich weiß nicht, irgendwas würde, könnte man sich da noch bauen. Jetzt gerade brauchen wir das nicht, weil wir halt Diagonale immer nehmen. Wie ihr gesehen habt, wir haben am BMW schon die Diagonale genommen. Beim nächsten Part zeige ich das euch noch ein bisschen genauer. Aber Kotflügel zum Kotflügel war exakt gleich, also wirklich 100%. Da ist theoretisch vorne die Spitze nur noch drin, dann eine neue ranschweißen und das war's. So, dann Kotflügel zum Träger unten. Da haben wir noch einen Unterschied von 0,5 mm. Das heißt, wir müssen den Träger, der so beschädigt ist, noch 0,5 mm nach außen drücken. Dann würden wir dort auch schon mal auf dem gleichen Maß stehen. Ich bin sehr guter Dinge, dass das Ding wieder fahren wird, auf jeden Fall. Am Anfang war ich so ein bisschen, ja, da hat man ein bisschen Respekt davor, weil es ist für mich auch das erste Mal so ein Riesenunfall, wo direkt zwei Träger auf einer Seite demoliert sind. Von dem anderen Träger wusstest du gar nicht, ob der vielleicht auch was abbekommen hat oder nicht. Deswegen irgendwo war das für mich auch ein großes Risiko, aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Deswegen habe ich es einfach mal gekauft und ja, man lernt mit seinen Aufgaben immer dazu. Ich hätte gesagt, ja, wie lange haben wir dafür gebraucht? Das waren ungefähr 8 Stunden, hätte ich gesagt. Ja, 8 Stunden. Kommt ungefähr hin. Material gekauft habe ich eigentlich nur diese Vierkantrohre. Ansonsten war alles irgendwas, was hier halt rumflog. Ne? Hier unten haben wir Durchschläge genommen. Die haben ein gleiches Maß. Hier unten die Spitze ist gleich. Ja, hat sich gut angeboten, sage ich mal. Ich hätte gesagt, Kosten für das Ganze, wenn man nichts zu Hause hat, alles kaufen muss, wären so bei, ich weiß nicht, was ein Durchschlag kostet, sagen wir 65 Euro. 65 Euro self-made in 8 Stunden oder 450 Euro, um das günstigste zu kaufen, was es so gerade gibt. Es gibt natürlich noch andere Teleskope, die sind günstiger, die sind dann nicht unbedingt für die Karosserie, wie die funktionieren oder ob die mit den Autos funktionieren. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man da noch ein bisschen was dazu bastelt, aber ja. Ich hätte gesagt, das ist eine sehr gute Alternative, die werden wir auch sehr oft benutzen. Die kannst du auch überall anwenden. Oben am Auto, hinten am Auto, unterm Auto, scheißegal wo du bist, du kannst es eigentlich anwenden. Wir beenden jetzt das Video hier. Danke, dass ihr eingeschaltet habt mal wieder. Wir sehen uns nächste Woche mit einem, ich glaube, S5 ist mal wieder an der Reihe. Der steht schon sehr lange dort, weil ich einfach nicht dazu komme. Aber dazu mehr im S5-Video und ich hätte gesagt, bis nächste Woche.